Es ist das absolute Minimum. Das ist so, wie wenn ich sage, ich möchte, dass ein Kunststoff kompostierbar ist, wenn er in die Landschaft gebracht wird. Das ist das Minimum, ja. Das wäre, ich bin kompostierbar, Sie sind kompostierbar, aber das ist noch keine Leistung, ja. Es fängt erst dann damit an, dass man sagt, ja gut, Nachhaltigkeit ist das Minimum. Das heißt, dass man die Ressourcen, ne, tatsächlich eben erhält und dass man die Artenvielfalt erhält. Aber das ist letztlich ein negativer Begriff. Wir würden heute noch auf den Bäumen sitzen und uns mit irgendwelchen primitiven Instrumenten gegenseitig den Schädel einschlagen, wenn wir nur nachhaltig wären. Ja? Denn da ist nichts an Kreativität, nichts an Kultur, nichts an Wissenschaft, nicht an Kenntnis, nichts an Freude mit dabei. Das ist eigentlich ein sehr biologistischer Begriff. Ich würde dem gegenübersetzen Schönheit zum Beispiel. Ja? Etwas ist nicht schön, wenn es den anderen Lebewesen keine Freude macht. Oder ich habe es auf Englisch bezeichnet, vielleicht als Total Beauty zum Beispiel, also eine umfassende Schönheit. Ja? Etwas ist nicht schön, wenn es die Menschen krank macht bei der Herstellung. Ja? Aber es hat sehr viel mit menschlicher Kultur zu tun. Die Nachhaltigkeit ist nur das Minimum.